Wir können es einfach auf unseren inneren Schweinehund schieben und dabei belassen. Oder, wenn wir wirklich unsere Gewohnheiten ändern wollen, die Bedingungen akzeptieren, die dazugehören und an uns arbeiten. Ich bin nun schon 30 Jahre alt, jung, wie man möchte, und habe einiges an Erfahrung, gerade durch meine Selbstständigkeit, die ich jetzt 9 Jahre lang betreibe, und möchte einfach dir heute mal meine 4 Punkte mitgeben, wo ich der Meinung bin, das sind die größten Herausforderungen oder das hilft halt auch weiter und was man wissen sollte und im Hinterkopf behalten sollte, warum es eigentlich so schwer ist, Gewohnheiten zu verändern. Los geht's. Punkt Nummer 1, unser Gehirn ist darauf ausgelegt, uns zu schützen und das in jederlei Hinsicht. Das heißt, es fühlt sich unter der warmen, wohligen Bettdecke richtig wohl und möchte dort am liebsten nicht aufstehen. Deswegen fällt es oftmals so schwer, morgens den Wecker auszuschalten und sofort aufzustehen. Unser Gehirn ist einfach darauf programmiert, uns zu schützen und zu schauen, dass es uns so gut wie möglich geht. Selbst wenn es bedeutet, dass wenn wir Widerstand angehen und danach stärker daraus hervorgehen, Das weiß unser Gehirn nicht. Unser Gehirn betrachtet nur diesen Moment und sieht nicht, dass wenn ich jetzt diesen Widerstand angehe oder diese Herausforderung meistere, dass ich danach stärker hervorgehe, erfahrener bin, schlauer bin. Das weiß unser Gehirn nicht. Unser Gehirn aus Gewohnheit möchte uns schützen und einfach uns Aufwand ersparen, selbst wenn er nachher mit einem positiven Ergebnis endet. Punkt Nummer 2. Es braucht viel Zeit. Und diese Zeit haben wir angeblich alle nicht. Und wie es aus dem ersten Punkt herausgeht, das ist natürlich damit viel Aufwand verbunden, sich neue Gewohnheiten anzueignen. Und wenn man nicht bereit ist, diese Zeit in sich zu investieren, dann wird da auch nichts draus. Und viele sehen dann einfach nur das große Ziel und das noch so weit weg ist, diese Gewohnheiten zu verändern, um das und das zu erreichen. Und brechen das nicht in viele, viele, viele kleine Schritte herunter. Und nur wenn man diese Geduld und Zeit aufbringt, kann das auch was werden, die Gewohnheiten zu verändern. Also dieses mit der Brechstange, sofort, ich mache das jetzt komplett anders, ich krempe mein Leben um, das schafft, glaube ich, nur einer von 100 gefühlt, weil viele versuchen es halt gleich, jetzt von heute auf morgen höre ich auf mit Rauchen oder von heute auf morgen laufe ich jetzt jeden Tag 1 Kilometer oder jogge 5 Kilometer oder dieses oder jenes, weißt du, du hast das bestimmt schon oft gehört bei den guten Vorsätzen zum neuen Jahr, ich mache das jetzt radikal Kur und dann wird das was. Und in den meisten Fällen ist es einfach zu krass und die Menschen sind sich nicht bewusst, was dafür notwendig ist, an Zeit, an Aufwand, an Planung und an Disziplin und Geduld das Ganze umzusetzen. Punkt Nummer 3, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Die Basalganglien sind ein Kern von mehreren Bereichen in unserem Endhirn. Und dieses Basalganglien, google das bitte mal, sind dafür verantwortlich, bei uns Handlungsmuster im Gehirn abzuspeichern. Und diese Handlungsmuster kannst du mit dem Wort Gewohnheiten gleichsetzen. Und sie sind dafür verantwortlich, dass du automatisch den Weg nach Hause findest, ohne darüber weiter nachzudenken. Du kennst die Strecke, du weißt, dass du mit rechts statt mit links schreiben musst, also wie du es gewohnt bist halt, manche sind ja auch Linkshänder, und dann immer das Gegenteil zu machen, erzeugt einen Widerstand. Und zu diesem Widerstand, der kommt dann zustande, wenn wir im präfrontalen Kortex, das ist dann ein vorderer Teil des Gehirns, unsere Entscheidungen treffen. Man sagt sozusagen so schön, dieser präfrontale Kortex ist unsere Entscheidungsmaschine. Dort werden alle Entscheidungen gefällt, wenn diese Entscheidungen gegen diesen anderen Bereich, diese Basalganglien, widerspricht, also gegen die Gewohnheiten, eine Entscheidung gegen die Gewohnheiten, dann fühlen wir uns unwohl. Und das kennen wir alle, wenn wir beispielsweise statt mit der gewohnten rechten Hand, mit der linken Hand etwas schreiben wollen oder ein Bild malen oder uns die Schuhe zubinden. Das ist ungewohnt und dann kommt so ein komisches Gefühl auf und man muss einfach erstmal dieses Verständnis haben, wenn man Gewohnheiten ändern möchte, dann kommt dieses Gefühl auch auf. Also wenn du bisher nur ein typischer Couch-Potato warst und überhaupt nicht gewohnt bist, mal 30 Minuten am Stück einen strammen Spaziergang zu machen, dann kommt da ein komisches Gefühl auf. Und dieses Gefühl muss man überwinden und dieses Überwinden findet nur dann statt, wenn dein Warum stark genug ist für diese neue Gewohnheit, die du ja gegen eine alte austauscht. Wir haben ja alle unsere Gewohnheiten, unsere Routinen und du hast nur so und so viel Zeit am Tag wie wir alle und du kannst diese Gewohnheiten austauschen und dementsprechend musst du aber erstmal gegen dieses Gefühl ankämpfen, das Warum dafür kennen, warum muss ich das machen, warum möchte ich das machen, was steckt dahinter, was will ich damit erreichen. Und da ist halt das Interessante, dass diese zwei Gehirnteile, die ich genannt habe, dann immer im ständigen Kampf gegeneinander sind und da ist die Frage, wer gewinnt. Und wenn der erstgenannte Teil gewinnt, dieser Verbund von verschiedenen Gehirnteilen, dann sind es deine Gewohnheiten, deine bisherigen, du änderst nichts und es passiert nichts. Oder es gewinnt halt wirklich
Dein präfrontaler Kortex, der die Entscheidung sagt, ich muss jetzt raus, ich muss mich mehr bewegen, ich will endlich die Selbstständigkeit angehen, ich will endlich noch die Ausbildung machen, die ich wollte, oder den Kurs besuchen, den Lehrgang und. Dieses Gefühl überwinden, das ist es. Und das immer und immer wieder. So, je öfter du das machst, desto schneller wirst du Fortschritte erzielen, deine Gewohnheiten ändern, verbessern, dahingehend, was du erreichen möchtest. Und der vierte Punkt für mich ist, je älter wir werden, desto schwerer fällt es uns, neue Gewohnheiten anzueignen. Das sieht man ja, Kinder lernen sehr, sehr schnell und sind sofort zu was begeistern. Wir Erwachsenen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, haben Angst zu scheitern, Fehler zu machen. Gerade in Deutschland haben wir eine sehr schlimme Fehlerkultur, dass man wegen allem Möglichen schon sofort gelyncht werden möchte. Wir haben das Gefühl, Fehler sind etwas Schlechtes und das stimmt nicht. Fehler sind etwas Gutes, wenn man bereit ist, aus ihnen zu lernen, und du kannst aus jedem Fehler etwas lernen. Dann ist er auch nur temporär. Wenn du jetzt aber sagst, ja, ich habe diesen Fehler gemacht und deswegen gehe ich diesen Weg nicht weiter, ist der Fehler dauerhaft. Und du verankerst ihn als eine gewisse Gewohnheit zu sagen, da gehe ich nicht weiter. Wenn du aber sagst, dieser Fehler ist für mich die Chance, einen Lernprozess zu starten, dann ist der Fehler nur temporär. Das heißt, er vergeht mit der Zeit und du wirst daraus lernen und Erfolg haben. Und dementsprechend muss man einfach akzeptieren, Fehler zu machen, wenn man Gewohnheiten ändert, weil man ist nicht von Anfang an perfekt. Wenn ich jetzt von heute auf morgen lernen müsste, wie Picasso zu malen, geschweige denn, dass ich es überhaupt irgendwann schaffen würde, weil ich überhaupt kein Kunsttalent habe, aber ich würde lernen und gucken und mir aneignen und Fehler machen und korrigieren und immer weiter und immer weiter. Und so ist das auch mit meiner Selbstständigkeit gelaufen. Es war am Anfang nicht alles perfekt. Es ist auch bis heute nicht immer alles hundertprozentig perfekt, aber man lernt mit jedem Fehler, man macht es weiter, man macht es besser und so wächst man rein. Also man sagt jetzt, oh, da kommt Widerstand, dann lerne ich über diesen Widerstand drüber zu kommen, schlauer zu werden, besser zu werden und gehe weiter. Und das sind so meine vier Punkte, wo ich sage, die haben mir gezeigt, warum es nicht so einfach ist, aber trotzdem möglich, neue Gewohnheiten sich anzueignen. Und in diesem Sinne, lass dir einfach Zeit dabei, lies vielleicht nochmal den einen oder anderen Fachartikel dazu oder gänzlich Bücher über Zeitmanagement und andere Dinge, die dich weiterbringen. Und dann ist es natürlich möglich, auch trotz dieser Herausforderung, neue Gewohnheiten sich anzueignen. Ich wünsche dir dabei die maximal möglichen Erfolge. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.